Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Gravel Pit LP. Ja, mit einem etwas anderen Video. Und zwar fragt euch, wo ist er denn jetzt? Was ist da denn los? Ja, ich bin in der alten Welt, in der alten Let's Play Together Welt von Sipst LP, mir und später auch Mitchell und Banda, der am Anfang auch dabei waren. Und ja, ich bin hier und zwar wollte ich mir die Map nochmal angucken und habe überlegt, hier weiterzubauen in dem Singleplayer-Projekt, was wir wahrscheinlich auch machen werden. Wir werden hier wahrscheinlich auch ein bisschen weiterbauen. Und ja, da ist mir eingefallen, viele von euch werden die Map wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Viele von euch werden vielleicht auch das Together gar nicht gesehen haben oder ganz gesehen haben. Ja, weil viele natürlich auch immer wieder neu dazukommen. Jetzt piepst hier gerade. Schlaubende Rauchmelder, aber der spinnt manchmal. Ja, viele von euch neu dazukommen. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach alle Orte, also nicht alle, den Friedhof, wer darüber Bescheid weiß zum Beispiel, habe ich jetzt nicht gezeigt. Aber ich zeige euch viele Orte von dieser Map, die, ja, wo wir dran rumgebaut haben, die im Laufe des Togethers entstanden sind. Und zwar folgendermaßen, in Form eines interaktiven Videos. Ihr könnt gleich, also gleich wird ein Bildschirm kommen mit verschiedenen Orten. Da könnt ihr dann auf das Bild klicken und dann kommt ihr zum Video, wo ich euch den Ort ein bisschen zeige. Ich habe teilweise in die Orte auch Szenen eingebaut aus dem Let's Play Together, ja, ein paar lustige Szenen rausgesucht. Es sind nicht bei allen Orten dabei, zum Beispiel bei Atlantis habe ich jetzt keine Szene rausgesucht. Aber bei einigen habe ich doch eine Szene schon rausgesucht, wo man dann nochmal sehen kann, da hinten seht ihr den Friedhof, wo man nochmal sehen kann, wie viel Spaß das Ganze gemacht hat und wie lustig das im Prinzip war. Und ja, also wie gesagt, bei allen ist es nicht. Ich zeige dann halt so ein bisschen, anstatt jetzt hier das zu zeigen, weil die Map saugroß ist und dann zu einem anderen zu laufen oder das durch blöde Cuts zu machen, habe ich gedacht, mache ich doch einfach mal in einem interaktiven Video halt, um euch so ein bisschen die Freiheit zu geben, ja, was will ich denn überhaupt sehen, was interessiert mich, bei dem einen oder anderen Video dann halt nochmal ein paar lustige Szenen mit reingebaut, wo man, was man sich dann nochmal an, wir lassen die Sonne untergehen, was man sich dann nochmal angucken kann, ja, also so ein bisschen interaktiver, sage ich mal. Ihr habt seid sozusagen jetzt Minecraft machen und könnt euch aussuchen, wo möchte ich hingehen, was möchte ich machen, ja, auch wenn es nicht ganz so realistisch natürlich ist, aber okay, so, geh hoch. Geh hoch. So. Hier war so eine Plantage, die sollte eigentlich irgendwie mal für unendlich Weizen farmen oder so. Hat auch nie wirklich geklappt. Da sipst altes Raumschiff. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Und da sehen wir gleich auch aus der Höhe, aus dem Flug, einen Screenshot, der das nochmal zeigt, wo dann die verlinkten Bilder drauf sind. Und ja, also die werde ich jetzt dann mal einblenden. Hier seht ihr jetzt ganz viele Verlinkungen. Da könnt ihr einfach drauf gehen auf ein Video. Und dann kommt ihr zu dem, ja, sag ich mal, zu dem Video, zu der Area und da zeige ich euch dann ein bisschen was mit, wie gesagt, in manchen mit, ja, lustigen, ja, hier, wie heißt es, lustigen, zack, hier, Szenen nochmal. Also Leute, wenn ihr Lust habt, hier, jetzt, drückt auf ein Video, euch steht alles zur Verfügung, ihr könnt zu allen Orten gehen, es ist egal zu welchem, ihr könnt auch hinterher immer wieder zurück hier zum Hauptvideo kommen und euch einen neuen Ort angucken. Schaut einfach, ja, was wollt ihr gucken, ne? Und nicht zu lange warten. Klickt das erste an und dann sucht es. Ich werde jetzt auch mal meine Klappe halten und lasse euch hier noch ein paar Sekunden den Screenbildschirm und, ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der Videos, die hier verlinkt sind, wieder. Bis dann. Tschüss.